Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Es ist nicht Ihr Blut. Hier, ich helfe Ihnen. Geht schon, danke. Andrew, wo ist er? Er hat Eddie geholt. Ich wollte ihn aufhalten, aber er schlug mich. Mich. Er war völlig von Sinnen. Ich begreife nicht, was hier vor sich geht. Erst Eddie und jetzt Andrew. Es ist das Haus, der Fluch, der auf uns liegt, durch das Böse, das unter diesem verdammten Ort lauert. Der schwarze Spiegel. Unsinn. Auf uns lastet kein Fluch. Wir haben vielleicht ein paar Tragödien erlitten, wie jede große Familie. Aber das Herz eines Menschen kann böse sein, ohne dass ein Fluch oder... Zumindest darin sind wir uns einig. Vor allem ein Herz. Das meines Großvaters, Ihres, ach so geliebten Edwards. Ich will kein Wort mehr von dir über meinen Mann hören. Er war... Dafür haben wir keine Zeit. Schauen Sie in seinen Schreibtisch im alten Flügel, wenn Sie uns nicht glauben. Sie könnte mehr wissen. Wir müssen noch mal mit ihr reden, ohne sie anzugreifen. Sie haben ja recht. Ja. Was stand jetzt da genau? See you? Ich kann es nicht ganz Wir sehen lesen. uns auf der anderen Seite. On the other side, I Andrew see. scheint unter dem Einfluss des Spiegels den Verstand zu verlieren. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Edwards verdorbene Seele in diese Welt zurückholt. Ich kann wirklich kaum fassen, was an diesem seltsamen Ort geschieht. Da hinten ist etwas. Sieht wie eine Tür aus. Ja, dachte ich auch Eine gerade. Tür? Wohin? Das müssen wir herausfinden. Andrew will eindeutig, dass wir ihm folgen. Hauptsächlich, dass Sie ihm folgen, vermute ich. Okay. Können wir? Ja, wir können. Baumrune war die letzte. Moment. Ich schreibe mir mal wieder auf. Also, was wir hatten, war, glaube ich, die Sensenrune als erstes. Dann diese Pfeilrune. Und dann die Baumrune. Mehr hatten wir ja nicht, ne? Okay. Haben wir die denn hier? Funktioniert nicht. Okay, scheinbar nicht so. Oder andersrum? Moment, das wäre dann die. Das erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Okay, Moment, das schreiben wir uns jetzt mal eben auf. Also, das ist das erste. Das erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Weiß ich nicht, aber wir versuchen es jetzt einfach mal Das alles. erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Das erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Kann sich nur um Stunden handeln? Nein? Okay. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie viele wir davon brauchen. So, das machen wir mal auf. Dass das. Wir haben keine Zeit herumzuprobieren. Ich muss herausfinden, welche Symbole den Tunnel öffnen. Lass mich das doch einfach ausprobieren. Es wird Jahre dauern, aber so schlimm ist es doch nicht. Oh, okay. Oder ich hab's Gut direkt. gemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Der Spiegel ist dort unten. Aber ich muss die Verbindung mit meinem Vater stärken, wie Rory sagte, bevor wir uns dem, was dort wartet, stellen. Das heißt, genau was? Finden Sie heraus, was Margaret weiß. Finden Sie Andrew. Okay. Also, ja, so wie er das jetzt gesagt hat, müssen wir jetzt erstmal die Margaret nochmal finden. Aber wo ist die? Gute Frage. Sie ist nach hier? Nee, man konnte gar nicht sehen, wohin sie gegangen ist, oder? Da die meisten aber entweder in der Bibliothek sind oder auf der anderen Ebene.
So, die Frage ist jetzt, vielleicht ist sie ins Arbeitszimmer gegangen? Da waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Okay, hier ist sie eindeutig nicht. Ach, Moment. Ich habe ihr doch hinterher gebrüllt, sie soll... Boah, sie soll auf dem alten Flügel... Ach so, Flügel. Meinte ich jetzt einen Klavierflügel damit? Oder meinte ich jetzt unten den Teil? Er hat auf jeden Fall was gerufen von alter Flügel. Vielleicht meint er unten den Bereich, wo wir als letztes waren. Was ist eigentlich mit dem? Jetzt konnten wir vorher noch nicht untersuchen, oder? Och, gucke mal. Da ist noch ein Schlüssel. Also ein Schlüsselloch. Moment, das male ich mir jetzt auch mal eben auf. Ich weiß, ich weiß. Aber so ist es für mich irgendwie einfacher, das Ganze zu visualisieren, muss ich sagen. Wo ist der Schlüssel? Komm, dreh dich mal ein bisschen. So. So. Da haben wir jetzt wieder das Problem. Obwohl, nee, wenn er reingesteckt wird, ist es ja so richtig. Dann müssen wir das aber auf die Seite tun, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. So müsste der theoretisch sein. Hm, er passt nicht. Aber nur theoretisch. Och Mann, das ist doch doof. So, das kommt da rein, das kommt da rein und das ist so. Grundprinzipiell ist es richtig, aber ich weiß nicht, wo das hier sein muss, weil damit hatten wir ja schon mal Probleme, ne? Dass das irgendwie anders sein musste. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nichts anderes ausprobieren, als... Ja, das jetzt wieder alles einmal zu drehen. Ist jetzt was davor? Da ist was davor. Und das ist auch noch gleich. Perfekt. Okay, ich habe immer noch nicht verstanden, warum, wieso, weshalb. Aber Hauptsache, es hat funktioniert. Nach rechts drehen, nach links drehen. Okay. Oh no. Nein. Oh. Oh, ich dachte gerade schon, ich wollte nach unten gehen. Ja, also das kommt dann aufs Gleiche raus. Ist ein lustiges Spielchen, aber hat nicht allzu viel Sinn, fürchte ich im Moment. Oder wir müssen, tja, da ich leider jetzt noch überhaupt nicht weiß, womit das Ganze überhaupt zusammenhängt, würde ich sagen, dass wir erstmal versuchen, die Hallo, kann ich mich nie mehr bewegen? Hallo. Ah, jetzt. Sind wir jetzt hier rausgekommen? Ja, ne? Dass wir jetzt erstmal versuchen, die alte Dame hier zu finden. So, und das meine ich nämlich, ist der alte Flügel, was er vorhin gesprochen hat. Der alte Flügel, was er gesprochen hat. Ich habe wieder ein tolles... Oh, ja. Das ist nicht er. Mein Edward hätte so etwas nicht geschrieben. Ah.
Wie denken Sie jetzt über Ihren teuren Ehemann? David, das hilft uns nicht. Mein Edward würde, könnte so etwas nicht schreiben. Es muss Andrew gewesen sein. Oder auch Eddie. Ja, ja, der war es. Nicht Edward. Nicht mein Edward. Hinter dem Kamin ist ein Geheimgang. Was wissen Sie darüber? Ein Geheimgang? Ich... Lady Margaret, konzentrieren Sie sich! Tut mir leid, David. Edward wollte nie, dass ich die Geschichte oder Architektur des Schlosses studiere. Niemand hört so etwas gern, aber am Stammbaum der Gordons blüht der Wahn und Sie wissen es. Sie haben erlebt, wie er Ihre Familie auseinanderreißt. Andrew ist das Ergebnis dieses Wahnsinns, dessen, was Ihr Mann Cecilia angetan hat. Nein! Er hätte sie nie angefasst. Er... Möchten Sie sich hinsetzen, Lady Margaret? Nein, nein. Mir geht es gut. Es ist nur... Er war immer gut zu mir. Er hat mich geliebt. Auf seine Art. Hören Sie zu, Lady Margaret. Das hier ist wichtig. Rory sagte, zwischen meinem Vater und mir wäre noch etwas ungeklärt. Wissen Sie, was er meinte? Ich kannte deinen Vater nicht so gut, wie ich es gern getan hätte. Tut mir leid, ich... Für Geheimnisse ist keine Zeit, Lady Margaret. Sie sehen doch, was uns das gebracht hat. Tut mir leid. Alles, was hier passiert, es ergibt keinen Sinn. Ich kann dir nur sagen, dass dein Vater von dem Modell des Schlosses im Herrenzimmer besessen war. Ich meide den Raum schon seit Jahren. Wir müssen los. Andrew könnte Gott weiß was mit Eddie anstellen. Ah! Lass mich was tun! Kann ich was tun? Nö. Was ist denn hier mit dem Globus? Hallo? Hallo? Sag mir bitte nicht, dass das Spiel verbuggt ist. Leute, guckt euch nicht nur doof an. Ich kann auch nichts drücken. Doch, das kann ich drücken. Speichern kann ich auch nicht, das ist schlecht. Aber ich darf mich nicht bewegen. Oh nein, sag mir bitte nicht. Ich spüre es, das ist so kurz vorm Ende, ne? Ich meine, die Geschichte spitzt sich ja immer weiter zu und ich kann jetzt hier nichts machen, oder was? Ist nicht euer Ernst. Ich habe jetzt gerade so einen Geistesblitz gehabt, weil ich hier gerade diesen Globus zentral sehe. Ob man den nicht jetzt untersuchen kann, dass man da was sieht, wie der da angeordnet ist. Oh, und jetzt buggt das Spiel, das ist jetzt nicht euer Ernst. Kann man hier irgendwas machen? Ich möchte doch nur das Spiel spielen können. Och, Leute. Ernsthaft. Ja, ich weiß. Das Inventar ist geblockt. Q kann ich nicht drücken, aber hier ins Menü komme ich rein. Aber kann halt eben nur laden oder das Spiel fortsetzen. Was natürlich extremst gemein ist, weil ich natürlich jetzt nicht zwischengespeichert habe. Und ja, also das ärgert mich jetzt doch immens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich denke nicht, dass ich hier noch rauskomme, sondern ja, werde das Spiel wohl komplett beenden und dann nochmal neu reingehen müssen. Und hoffen, dass dann das Ganze nicht verbuggt ist, sondern dass es dann wenigstens weitergeht. Und hoffen, dass wir dann den Rest des Spieles wenigstens spielen können, weil ich werde sonst wahnsinnig. Also, es hat mich jetzt hier gerade so von der Story und alles so angefixt und jetzt kommen wir hier nicht weiter. Also, wie ihr hört, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts machen. Wenn ich M drücke, geht das an, warum auch immer. Wenn ich Q drücke, tut sich gar nichts. Bei I drückt, tut sich gar nichts. F5 tut sich auch nichts. Okay, die anderen kann ich auch nicht drücken. Wie ihr seht, kann ich auch nicht speichern, weil es sich ja aufgehangen hat. Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt tierisch enttäuscht. So mehr oder weniger kurz vorm Ende. Ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Ja.
macht mir hier das Spiel einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe, dass wir uns gleich wieder hier weitersehen und sehen können, wie die Story zu Ende geht. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ah, diesmal kann ich mir den Globus anschauen. Die Markierung verläuft nahe Australien oder Tasmanien. Was glauben Sie, bedeutet die Markierung? Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, im Herrenzimmer war ein ähnlicher Globus. Okay. So, ich werde dann mal vorsichtshalber hier nochmal kurz speichern. Ja, möchte ich. Damit das Ganze jetzt nicht wieder am Backen ist und probiere es jetzt noch einmal. Wie denken Sie jetzt über Ihren teuren Ehemann? David, das hilft uns nicht. Mein Edward würde... könnte so etwas nicht schreiben. Es muss Andrew gewesen sein. Oder auch Eddie. Ja, ja, der war es. Nicht Edward. Nicht... Eigentlich können wir das auch abkürzen. Hinter dem kam... Niemand... Nein! Möcht... Nein. Hören Sie zu, ich kann... Für gar... Tut... Wir müssen los. Andrew könnte Gott weiß was mit Eddie anstellen. Eddie hat das nicht verdient. Bitte, bitte, rettet ihn. Wir versuchen es, versprochen. Wissen Sie irgendetwas über Ihren Ehemann? Etwas, das uns helfen könnte, Eddie zu retten? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es für Edward sehr kostbar war. Was ich tun musste für unsere Familie. Was sollte ich sonst tun? Autsch. Okay. Seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt hier nochmal eben schnell zwischenspeichere, weil ich jetzt ein bisschen Panik habe, dass ich das Spiel hier aufhängen könnte. So, also, ja, das ist dann doch nochmal gut gegangen, also für die beiden älteren Damen jetzt eher nicht so, aber für uns, die Frage ist jetzt, da kommen wir raus, ne? Die Frage ist jetzt, der hat gesagt, was hat er denn jetzt gesagt, dass er das im Arbeitszimmer, glaube ich, gesehen hat, oder? Das ist ja hier oben. Er hat auf jeden Fall gesagt, er hat irgendwo noch einen zweiten Globus gesehen. Schauen wir mal nach. Mal schauen. Ah, hier ist auch so ein kleiner, sehe ich jetzt gerade. Ja, genau. Noch einer. Okay, die Frage ist genau nur... Genau wie der im alten Flügel. Aber die Markierung verläuft durch Spanien. Durch Spanien. Ich, die sich für Erdkunde nie interessiert hat, weiß jetzt sofort, was das bedeutet. Ach so, Moment. Bei dem sieht man den oberen Teil und bei dem anderen sieht man den unteren Teil, ne? Das kann sogar ich als Laie... sehen. okay, also die Markierung ist etwas links von dieser großen Fläche. Sagen wir es einfach so. Gut, Moment. Das müsste doch eigentlich genug Information sein. Habe ich beide im Inventar? Mist. Nein, ist nicht euer Ernst, oder? Oder macht er das jetzt selbstständig? Wenn er das selbstständig macht, ist es absolut okay. Aber wenn ich das jetzt machen muss, ich habe ja beim ersten Mal gar nicht drauf geachtet gerade.
Mist. Geh doch mal hier hin, wir wollen noch zur Treppe runter. So, wir probieren es dann nochmal. Ich weiß ja nicht, ob wir das jetzt irgendwie brauchen für den Rest der Geschichte, aber wenn nicht, will ich es trotzdem gerne gemacht haben. So, Moment, nach oben. Die Markierung ist auf einem völlig anderen Teil, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder? Oder auch nicht. Doch, hier. So, war das ungefähr hier? Ich weiß es ehrlich. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Q gedrückt, das wollte ich gar nicht. Es ist aber auch blöd mit der Tastatur irgendwie. So, da habe ich jetzt keine Ahnung, wohin der muss. Ich habe es mir nämlich nicht angeguckt. Da, sieh nur. Ah. Da, sieh nur. Und da geht direkt bei ihr das Röckchen hoch. Das war jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber okay. Eine Steinplatte voller uralter Symbole. Okay. Können wir damit denn irgendwas anfangen? Ach, nein, ne? Uralter Symbole. Jetzt sag mir nicht, das war bestimmt die Lösung zu dem Rätsel, was wir jetzt durch Probieren schon gemacht haben. Okay. Ja gut, wir gehen jetzt zum Kamin, würde ich sagen. Also wir hätten quasi jetzt auch da durchgehen können, ohne die Sache mit dem Globus machen zu können. Gut, habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe gedacht, das wäre jetzt noch ein anderes Rätsel, aber gut. Nach dir. Erst wenn das Schutzritual vollendet ist. Oh. Rory hat mich davor gewarnt, die Macht des schwarzen Spiegels zu unterschätzen. Das heißt jetzt was? Was soll ich denn jetzt für ein Schutzritual noch machen? Wir müssen los. Andrew könnte Gott weiß was mit Eddie anstellen. Ja, aber ich will doch da durch. Nach dir. Erst wenn das Schutzritual vollendet ist. Rory hat mich davor gewarnt, die Macht des schwarzen Spiegels zu unterschätzen. Moment. Ich wollte gerade sagen, wir hatten doch eben noch einen Teil vom Generalschlüssel. Aber der scheinbar hilft uns ein nicht Teil weiter. Des Schlüssels, ne? Den Vater für mich versteckt hat. Den können wir hier erstmal dran machen. Es scheinen ein paar Teile zu fehlen. Aber wie viele? Mach es doch einfach ran. Nach oben. Ach, hier. Okay. Das letzte Stück. Tja, die Frage ist dann nur, was bringt uns das, ne? Haben wir denn noch irgendwas im Haus, wo ich den Schlüssel nicht benutzen konnte? Moment. Doch, ich glaube. Moment. Was war denn mit dem Teil vom... Was war denn mit dem Teil von dem Schloss, was oben im Arbeitszimmer stand? Da sind wir doch eben noch dran vorbeigelaufen. Wir haben da was eingefügt. Ich weiß aber nicht, hatten wir da nicht auch ein Schlüsselloch drin? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Mal eben schauen. Hallo, gehst du da durch? Weil das war eben auch noch so am Blinken, als wir da vorbeigegangen sind. Öffnen. Ah! Okay. Da brauchen wir auf jeden Fall 4 Teile für. Okay, dann. Oh je. Ach so, ich sollte vielleicht vorher erstmal aufmalen, wie das eigentlich aussehen muss. Ich habe hier schon so viel aufgemalt, ich weiß schon gar nicht mehr, was wozu gehört hier. So, kleines Kreuz nach rechts, großes Kreuz nach unten und dieses Ding mit der Aushöhlung noch, also mit diesem Puppel da nach oben auf der linken Seite. Oje, oje. Wie kriege ich das denn jetzt wieder hin? Ich weiß es nicht. Großes Kreuz ist hier. Ach so, das muss nach oben.
Das heißt, das kleine Kreuz muss dann dahin. Das ist das Neue, wenn ich das richtig sehe. So, das kleine Kreuz da. Nee, Moment. Doch. Nee. Das kleine Kreuz muss nach unten. Da muss das hin. Das ist, glaube ich, das hier, wenn ich das richtig sehe. So, und das kleine Kreuz? Nein! Och, was macht der denn? Sollst du stehen bleiben? So, und das kleine Kreuz nach unten? Und das große Kreuz muss jetzt nach rechts. Oh, was mache ich denn jetzt? Ist das das große Kreuz hier? Ich hoffe. So. Ist das jetzt richtig? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig ist, wenn das Ding hier ist. Also das ist ja immer so eine Sache mit denen. Mal sehen, ob mein Schlüssel funktioniert. Ah, so nicht. Also alle noch mal eins drehen. Och, wie ich das hasse. Wo muss das denn rein? Ich habe doch keine Ahnung. Also es ist ja hier, ist ja immer dieses Problem. Okay, eins. 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 Zack. Ah, so nicht. Dann noch mal. Das ist so nervig. Ich verstehe den Sinn auch irgendwie nicht dann da dran. Was das mit dem Ding jetzt zu tun hat, aber naja. Den Sinn da dran, das war jetzt auch wieder sehr geil ausge... Na, och, was macht der denn? Steht das jetzt richtig? Nee, oder? Das kleine. Doch, ich glaube ja. Hör auf mit der Heulerei! Och, endlich. Du hast wieder eine Vision, nicht wahr? Ja. Gib es mir wieder! Du hast sie getötet! Es ist deine Schuld! Also darum hat er es in Cecilias Grab vergraben. Okay. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Ein geheimer Schalter. Ein geheimer Schalter, das ist schon mal gut. Er ist im Bann des Spiegels. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Was hast du gesehen, David? Meinen Vater. Und Edward. Er... Schon gut. Lass dir Zeit. Ah. Ja. Margaret hat vertuscht, dass Edwards Tod kein Unfall war. Er wurde ermordet. Ermordet? Von wem? Meinem Vater. Ihrem Vater? Sind Sie sicher? Er muss doch noch ein Kind gewesen sein. Ich bin sicher. Und ja, war er. Lady Margaret schickte ihn anschließend ins Internat. Sie hatte Angst vor ihm. Und deshalb hatte sie vermutlich auch Angst vor mir. Die ganze Zeit will ich beweisen, dass mein Vater nicht verrückt war. Dass nicht jeder Mann der Familie Gordon zum Mörder bestimmt ist. Aber genau das war er. Er war noch ein Kind. Vielleicht hat der Spiegel ihn dazu getrieben. Ja, ich habe gesehen, wie Dunkelheit ihn durchdrang. Aber was macht das? Wie Rory sagt, löscht es die Schuld nicht aus. Früher oder später werde auch ich unschuldiges Blut vergießen. Ich sollte Andrew nicht dahin abfolgen. Ich könnte zum Ungeheuer werden, wie jeder Gordon vor mir. Und du solltest gehen. Geh einfach weg von all dem hier. Unfug. Du als Einziger kannst Andrew aufhalten. Du bist mit Wissen gewappnet, das dein Vater nie hatte. Und vergiss nicht,
Er tat, was in seiner Macht stand, um dich zu schützen. Er hat sich geopfert. Trotz des Grauens, das er auf der anderen Seite voraussah. Jetzt, wo du weißt, was ihm als Kind widerfahren ist. Du hast recht. Als er lebte, war er nicht der Vater, den ich brauchte. Aber im Tod gab er alles, um mich zu schützen. Ich vergebe dir. Ich danke dir für alles. Nun beenden wir diesen Irrsinn ein für alle Mal. Ja, das heißt, ach so, da war aber noch was mit dem Geheimschalter, hatte die eben gesagt, ne? Margaret hat alles vertuscht, hat sogar über Edwards Tod gelogen und jedem erzählt, es sei ein unglücklicher Unfall gewesen. Kann man sich das angucken hier? Sieht aus wie so eine Rose. Schwarze Rose. Aber anscheinend, ja, kann man die nicht mitnehmen oder so. Dann verlassen wir das Ganze mal. Okay, dann hoffe ich, dass ihm das jetzt ausreicht. Und dass wir jetzt endlich den Schritt wagen können, durch dieses Tor oder durch diesen Geheimgang zu gehen. Mal schauen, was uns erwartet. In der Hoffnung, dass sich das Spiel nicht wieder aufhängt. Oder soll ich es vorher doch vielleicht nochmal speichern? Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt, seitdem das wirklich auch hier passiert ist, bin ich jetzt ein kleiner Schisser. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Nach dir. Zu freundlich. Ah, das hört sich schon positiver an.